Jupp, jetzt geht's weiter mit Lieblingsgruß. Mein erster Lieblingsgruß, den habe ich schon ganz in meiner Anfangszeit entwickelt. Der gehört zu meinem festen Repertoire. Und ich möchte euch nach und nach immer wieder mal einen Lieblingsgruß von mir vorstellen. Und der erste ist nicht ganz ohne. Für alle Notenfans ist es natürlich auch so eingeblendet unten, das Notenbild von diesem Gruß. Und ich zeige es euch ganz in Ruhe. Viel Spaß dabei. Die Hände machen Folgendes. 3, 4. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, in der linken Hand sind doch einige Ghost Notes dabei. Das muss unbedingt so sein. Die rechte Hand wird jetzt von der Bassdrum unterstützt. Ziemlich konkret spielt die Bassdrum dieselbe Figur wie die rechte Hand. Und nun sieht das so aus. Ja, das war mein erster Lieblingsgruß für euch. Ich hoffe, er gefällt euch. Viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns.